Hallo bei der Fahrschule Stumpf in Nürnberg. Wir zeigen euch heute die Fahrradstraße und schon geht's los. Wir fahren aus der 30er-Zone raus, so ist es geregelt, und biegen in die Fahrradstraße ab. Hier ist also das Zonenende 30, aber jetzt taucht schon die Frage auf, wie schnell dürfen wir dann weiterfahren, wenn wir hier in die Fahrradstraße einbiegen. Alle Einmündungen in die Fahrradstraße haben ein Vorfahrtgewehren, das heißt also, wir müssen den Verkehr beobachten links und rechts, fahren dann in die Fahrradstraße ein und auch in der Fahrradstraße gilt lustigerweise 30 km/h. Ich sollte also nicht schneller fahren wie die Fahrradfahrer. Fahrradfahrer nicht überholen, außer die fahren extrem langsam. Das heißt also, von der Geschwindigkeit bleibt alles gleich, auch wenn ich aus der 30er-Zone rausfahre. Eigentlich darf man in Fahrradstraßen gar nicht einfahren, außer ich habe wie hier Zusatzschilder, die Kraftfahrzeugen die Einfahrt erlaubt. Hier haben wir also Motorradfahrer, einspurige und mehrspurige Fahrzeuge dürfen die Kraftfahrstraße benutzen. So, beim Ausfahren aus der Fahrradstraße haben wir das Ende der Fahrradstraße hier im Zeichen angeordnet. Dann verlasst ihr die Fahrradstraße und fahrt wieder in den normalen Verkehr ein. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Bitte ein Like.